Hallo und herzlich willkommen zu einem Landgang der besonderen Art. Wir spielen Ariel und ihr ganz besonderes Abenteuer. So. Achso, nee, brauche ich nicht. Achso, man kann ja mit der OK-Taste auch wieder rennen. Ähnlich wie unter Wasser, also die Spielengine scheint ähnlich zu sein. So, wir brauchen zuerst Trauben, wurde mir gesagt. Eins. Zwei. Okay, mehr brauche ich nicht. Da oben stehen nämlich nur zwei Trauben. Wie komme ich hier da runter? Nein. Gut gemacht. Schön. Zwei. Ja, da lernt man das Zählen. Also das könnte meine kleine Tochter schon noch hinkriegen, aber die anderen Sachen nicht so sehr. Also Alphabet und so. So, acht Birnen. Eins, zwei. Helmut Kohl Gedenkedition. Vier. Fünf. Sechs. 7. 8. Toll. So, das haben wir auch geschafft. Finde die Dinge auf der Einkaufsliste. Ja, das Witzige ist, wenn ich OK drücke, dann beschleunigt sie immer in eine Richtung. Was ist denn das für ein Affe? Und was soll ich jetzt machen? Braucht Kürbisse. Kürbisse, Mensch, das passt ja perfekt hier in diese, naja, grob Halloween-Zeit. Halloween, Halloween, wo sind die Kürbisse hin? Ja, ich weiß, dass es eine Kartoffel ist. Mensch, da sind die Kürbisse. Mensch, die haben ja auch alles auf diesem Markt. Kürbisse. Kürbisse, Eins, zwei. So, dann haben wir zwei Kürbisse. Eins, zwei. Ach, Kürbisse. Ich kann euch nur empfehlen, spielt dieses Spiel und andere Wiesmal-Spiele. Ariel braucht Gurken. Tomaten. Nein, keine Tomaten. Erhöht wirklich das Selbstwertgefühl, weil man hat endlich mal das Gefühl, ja, das ist ein Spiel, das kann man endlich mal schaffen und meistern. Ja, ich bin ja schon dabei. Mensch, hier sind die alten Gurken. How much? Drei. Zwei. So. Nein. Bist du sicher? Bist du sicher? Oh. Toll. Ja. Eins, zwei, drei. Gurken. Das ist ja witzig. Gut gemacht. Finde die Dinge auf der Einkaufsliste. Oh, wie groß ist denn dieser Markt? Menno. Prinz Erik. Dein Markt ist viel zu groß. Eier. Ariel braucht Eier. Because she got the guts. Drei. So. Vier. Fünf. Sechs. So, dann haben wir sechs Eier. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Eier. Mache Eier. So, was gibt's noch Schönes auf dem Markt? Ariel braucht Torten. Ach, das sind Torten. Ariel braucht Torten. Ja, habe ich gerade auch erkannt. So, Torten. 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 Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Ich weiß gar nicht, war das bei Ariel auch so, dass sie einkaufen musste? Sie wurde auch rundum gepflegt von allen möglichen Leuten. Fünf. Sehr eigenartig. Torten. Das hast du gut gemacht. Prima. Davon kann ich mir jetzt ganz viel kaufen. So, da wirst du so fett wie du Ursula, du. Torten. Ja, ich weiß, dass es Torten sind. So, kann ich jetzt endlich runter von dem Markt? Torten. Nein, ich muss erst noch Hey. Was? Geh bitte dahin. Ja, ich mach das mal. Ach so, ich durfte nur nicht das zu tief gehen. Gut gemacht. Danke, positives Feedback. Finde die Halskette und den Hut, die zum Kleid passen. Also jetzt muss ich mal an dieser Stelle genderkritisch sagen, es ist ja schon ziemlich... Es ist ja schon ziemlich plakativ, muss ich sagen. Gut gemacht. Finde die Halskette und den Hut, die zum Kleid passen. Ja, ach so, die zum Kleid passen, alles klar. Mensch, Bibis Beauty Palace auf Wiesmal Plus gemacht. Ah, nee, das ist nicht Plus, das ist nur... Nein. So, und das... Necklet hier?
Finde die Halskette und den Hut, die zum Kleid passen. So. Gut gemacht. Dann wollen wir mal. Ups. Wieso ups? Ups. Ups, das ist leider nicht gelb genug. Richtig. Finde die Halskette und den Hut, die zum Kleid passen. Toll. Oh Gott. Naja, ich sollte den GTR Beauty Channel auf jeden Fall eröffnen. Richtig. Finde die Halskette und den Hut, die zum Kleid passen. Also ich muss ehrlich sagen, Ariel ist sehr viel lahmer als die anderen Spiele. Also ich glaube, das nächste Mal kommt wieder ein Super Marvel Adventure. Spider-Man und seine Freunde im Space Lab. Oh, da habe ich ja wenigstens ein bisschen Action. Aber das hier ist ja wirklich ein bisschen, ne? Wo sind da die Dramatik des Films? Oh, Weißblende. Hohoho. Oh, schaut euch die beiden Hübschen an. Nein, es muss weiß sein, denn es ist ja unsere Hochzeit. Oder was muss ich machen? Hä? Was ist der Sinn? Also ich drücke mal die anderen Tasten des Controllers. Ich habe ja über meine OK-Taste noch vier andere. Hey, da kann ich musizieren. Und nun? Los geht's zum nächsten Spiel. Keine Ahnung, was diese Aktion hier sollte. Wenn Ariel nicht in drei Tagen küsst, verwandelt sie sich wieder in eine Meerjungfrau. Ach du Heilige. Aber ohne Stimme kann Ariel ihm nicht erzählen, dass sie ihn liebt. Und so wird sie nach drei Tagen wieder zur Meerjungfrau. Um seine Tochter zu retten, opfert sich König Triton der Meereshexe. Nein. Ariel muss ihrem Vater helfen, sein Königreich zu retten. Oh oh, letzter Akt. Hilf Ariel, 6 Freunde zu retten. Also dafür, dass der Vater in Gefahr ist, ist die noch ziemlich gut drauf. Ich hab... M-U-S-C-H-E-L. Naja, aber seien wir mal ehrlich, im Film war es ja auch so, dass Prinz Erik eigentlich den Tag gerettet hat. Da hat er ja mit diesem großen Schiff Ursel ein bisschen zu schaffen gemacht. Vor allen Dingen diese Musik dazu. Keine Ahnung, was ich jetzt hier machen muss. Ich fliege einfach mal rum. Achso, also wenn ich die Perle da in die Muschel reinwerfe. Ja, ich versuche drunter durchzuschwimmen, aber... Oh, es muss das letzte Level sein. Es ist so schwierig, hier durchzuschwimmen. Es ist quasi unmöglich. Freunde! Oh nein, er ist gefangen. Ich muss helfen. Ja, warte, wir gucken erstmal nochmal hier. Okay. Gut. Oh nein, er ist gefangen. Er ist gefangen. Ich muss helfen. Wunderbar. Wow, Powerfrau. T-I-N-T-E-N-F-I-S-C-H. Perfekt. Ja, so war das ja auch im Film. Man musste erstmal die ganzen komischen Freunde da rausholen. Ariel und ihre Schnecken. Ach ja. So, ein Herzchen. Fürs Herzchen. Du bist ja ein ganz, ganz böser. Hier umgibt sicherlich was, oder? Nö, natürlich nicht. Hätte ich ja wissen müssen. Naja. Oh, nee, das haben wir schon befreit. Ach ja, mit dem besten Controller der Welt. Da ist ein Hai. Pass auf. Da schwimme ich drüber. Der schwimmt ja auch hoch. Ja, ja, so böse. Autsch. Du hast mich zwar zerfetzt, aber autsch. Hoch, 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 hoch. Ich wollte nochmal hier in diese komische Höhle gucken. Aha. Eine Welt voller Geheimnisse. So, und da geht es nämlich auch weiter. Haha. So, dann wollen wir mal schauen. Diese Musik ist so undramatisch. Oh, ich schlafe gleich ein. Ich sollte diese Spiele früher spielen. Was passiert denn hier? Hä? What the heck?
So, und was haben wir jetzt davon, wenn wir alle Vulkane hier zumachen? I don't get the point. Oh nein, er ist gefangen. Ich muss helfen. Okay. Viereck. Kreis. Ach so, das ist jetzt die Lektion des Ganzen. Oh nein, er ist gefangen. Wunderbar. Rochen. R-O-C-H-E-N. Oh nein, Sebastian. Oh. Wunderbar. What the heck? K-R-A-B-E-E. Nein, es ist Sebastian. Die Krabbe. Und ich krabbe einfach nur. So was Bescheuertes. Das ist ja gar nicht. Also, das geht an der filmischen Realität hier vorbei. So. So, ich habe 6 Freunde gefangen. Naja, nicht gefangen, sondern befreit. Bin ich jetzt in einem großen Hai. Nee, Quatsch. In einem Walmaul oder so? Und nu? Muss ich jetzt warten, bis die beiden da weg sind, oder was? Ja, so kann man die Spielzeit natürlich auch nochmal ein bisschen verlängern. Wunderbar. Meine Freunde sind in Sicherheit. Los geht's zum nächsten Spiel. Noch ein Spiel? Oh Gott. König Triton ist gefangen. So war das aber nicht im Film. Und nu? Was muss ich denn machen? Ich sehe schon. Ich habe jetzt die ehrenvolle Aufgabe, König Triton zu retten, indem ich diese Blasen kaputt mache. Weil wir wissen ja alle, solche Luftblasen, die steigen auch mitunter, wenn da mal ein Schlüssel drin ist, nach unten. Oh Mann, ey. Ja, also spielerisch muss ich sagen, die anderen Spiele haben ja ein bisschen mehr Spaß gemacht, weil da einfach so ein bisschen mehr Action war. Aber vielleicht haben sich die Macher des Spiels gedacht, okay, die Zielgruppe ist eher weiblicher Natur. Und wir machen das Spiel mal so ein bisschen anders. Ach so, die darf man nicht. Na dann nur die. Aber trotzdem mache ich es kaputt. Oder kommt dann ein neues Schloss oder wie ist das? So, König Triton. Ach so, ah. Hopp. So. Hey, was los, alte Trite? Na komm raus. Jawohl! Yippie! Da, 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 da. Ich bin der König der Meere! Endlich! Endlich auch mal Frauen an der Macht! Und du, Trite, hä? Oh, Punktzahl! Oh, jetzt kommt's! Hier ist dein Punktestand. 523! Das ist dein neuer Rekord! Ja, und ich glaube, das... gut gemacht. Danke. Ich glaube, das wird auch lange Zeit mein Rekord in diesem Spiel bleiben, denn das nächste Mal... rettet ihren Vater. Und er verwandelt sie wieder in einen Menschen. Ach, ist das nicht romantisch? Ariel und Erik heiraten und leben glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Ja, hoffentlich hat der Sprecher dieses Spiels dann noch nach diesem Spiel eine kleine Ausbildung zum Sprecher bekommen, denn das klang eher wie ein Roboter oder so, keine Ahnung. So, das war also Ariels tolles, kleines, lustiges, aufregendes Lernabenteuer. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ihr könnt lustig ins Wochenende starten. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt gesund und tschüss.